Hallöchen, meine Freunde, damit herzlich willkommen einmal wieder zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Connor. Wir schauen uns jetzt die White Station, also die Wiegestation, in der Version 1.0 an. Das Ganze kommt vom Modder Hester, Hester und Shardy. Wenn ich es den richtig ausspreche, gibt es momentan nur für PC und Mac. Findet ihr einmal in der Kategorie platzierbare Objekte und dann diverses. Ganz hier hinten seht ihr das Ganze, Lizard White Station, 16.200 Euro in der Anschaffung, 5 Euro Unterhaltskosten am Tag, eine kommerzielle Wiegestation zur Berechnung der Gesamtmasse von Objekten. Schauen wir uns das gute Stück an. Schon mal hin platziert. Also, ihr seht, so viel Platz nimmt das gar nicht ein. Ich habe hier die Bodentexturen mal ein bisschen erweitert. Also wundert euch nicht, die enden theoretisch hier. Ne? Aber dass das ein bisschen schöner aussieht. Ja, hier ist im Endeffekt die Waage. Und man sieht hier unten dementsprechend auch solche Sensoren, würde ich es fast mal behaupten. Oder es sind einfach nur Halterungen, aber ich glaube eher, das sind Sensoren. Irgendwie sowas in der Richtung. Wo wir dann drüber fahren, wir haben digitale Anzeigen im Außenbereich. Kilogramm und LB. Ne? Also fürs metrische und fürs imperiale System. Das Ganze gibt es von beiden Seiten, wohl bemerkt. Na, also es ist egal, wie ihr drauf fahrt. Ihr habt überall eine Anzeige und ein kleines Schmuckstück hier drin. Ihr habt hier ebenfalls nochmal eine Anzeige, dann aber eine reine Kilogramm-Anzeige. Wir haben hier einen Laptop, wo der Scheinzeditor offen ist, ab und zu ein paar Unterlagen. Wir haben hier ein paar schöne Bilder und man muss mal sagen, man kann da mal wirklich richtig was drauf erkennen. Also das ist mal eine richtig gute Bildqualität. Holy moly, das passt. Genauso wie der Rest der Station eigentlich vollkommen in Ordnung geht. Wir haben ja noch eine Satellitenschüssel oben drauf. Ansonsten ist es halt so Betongebäude. Aber texturtechnisch top. Ja, und das kann man immer am besten an sowas hier ausmachen. Aber da wurde mal hochauflösende Bilder halt mitgenommen. Das ist wirklich sehr, sehr nice. Gefällt mir. So, testen wir das Ganze mal aus. Ihr seht, ich habe einen LKW mit Trailer und Dings und einen Fan 1050, um dann dementsprechend auch die Unterschiede euch zu demonstrieren. Wir fahren einfach mal mit der 1050 jetzt hier auf die Waage drauf. Es ist natürlich ein bisschen klein, das ist ganz klassisch, aber es geht gerade so. Ihr habt gerade gesehen, wir haben hier jetzt Kilogramm und LB mit dazu. Das sind 14.078 Kilogramm. Ja, und oder 31.041 LB. Ja, also das sind am Ende des Tages 14 Tonnen. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ne, klar, 14.000 Kilogramm sind 14 Tonnen, ne, klar, 1.000 Kilogramm, eine Tonne, haut also dementsprechend so weit hin, ne, also da haben wir hier Dings, inwiefern das realistisch oder whatever ist, das ist dann jedem das seine überlassen, oder jeden selber überlassen, so rum. Jetzt sind wir mal hier den LKW, wir haben LKW mit Trailer und vollgepackt mit Weizen, und dann fahren wir jetzt hier einmal drüber. Und dann seht ihr schon, wir haben gerade hier eine kleine Abänderung halt gesehen. Ne, hier sind sie zum Beispiel nur 8 Tonnen. Ne, liegt halt daran, dass wir hier erst mit der einen Maschine über den ersten Sensor sind. Und sobald ich jetzt hier weiter drüber fahre, geht das Gewicht dementsprechend mit nach oben. Und dann haben wir hier 39,8 Tonnen, ja, in der gesamten Masse. Geht sich so weit aus, weil eine 45 Tonnen, also maximal 45 Tonnen, oder 44 Tonnen, also maximal 44 Tonnen. Ja, haut so weit hin. Wenn ich jetzt, also erstmal noch den Innenbereich. Wir haben das Ganze jetzt natürlich auch im Innenbereich mit dastehen. Ne? Steht also hier dementsprechend auch mit dabei. Und wenn ich jetzt beispielsweise einmal hier das sage, ich hätte das gern mal geändert. Ne? Also sprich, jetzt ist kein Inhalt mehr drin, seht ihr aber immer noch, es sind diese 39 Tonnen. Jetzt sind es noch 8 Tonnen. Jetzt fahren wir mal komplett runter, dass es sich erholt. Fahren wieder drauf. Zack, und schon seht ihr ein verändertes Gewicht von 16,8 Tonnen in dem Fall. Wenn ich jetzt aber wieder was reinhaue, zack, ändert sich das nicht sofort. Na, ihr seht, da will es nicht so wirklich, ein bisschen vor, zurück. Und schon haben wir wieder hier die 39 Tonnen mit dastehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Kalk hier einfülle, fahre jetzt wieder hier ein Stückchen vor. Seht ihr auch, der Kalk hat dann wiederum eine andere Gewichtung. Jetzt sind wir nämlich schon bei 52 Tonnen. Ja, also das passt sich auch je nachdem, was wir drinne haben, mit an. Ja, gehen wir nochmal ein Stück weiter vor. Jetzt sind es 41,2 Tonnen und so weiter und so fort. Also je nachdem, was ihr geladen habt, unterscheidet er auch. Ne? Das ist jetzt nicht so rein, ja, das wird halt immer so angezeigt, das ist alles gleich, sondern nee, die Gewichtsverteilung, seht ihr hier schon, ist dementsprechend auch eine andere. Ja, ansonsten Lok ist sauber, könnt ihr euch in dem Falle also auch bedenkenlos mit downloaden.
Nun, Download-Link inklusive Bewertung findet ihr wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski.